Bisher wissen wir, er war für den Unglückstag krankgeschrieben. Er nahm 2013 am Silvesterlauf in Montabaur teil, obwohl dieser im Juli stattfand. Und drittens, am Tag des Unglücks aß er morgens eine Portion Kellogg's Frosties. Kellogg's Frosties, nicht Frosties. Ein netter junger Mann, der sich die Sonntagszeitung kaufte, aber doch nie las, nur um nicht aufzufallen. Der sich von einem Psychologen betreuen ließ, nur um nicht aufzufallen. Versteht ihr, was ich meine? Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Doris hieß das Pferd, auf dem Gerhard Schröder zusammen mit Wladimir Putin ausritt, um auf Bärenjagd im wilden Kaukasus zu gehen. Er erlegte kein Bären, aber striegelte das Pferd so lange, bis daraus Doris Schröder Köpf wurde. Und der Trennungsgrund, das ist natürlich Hannover. Das bedeutet, eine Stunde weniger warten bis Olympia in Hamburg.